Die Wissenschaft hat etwas Interessantes festgestellt. Nämlich, dass eine Hummel gar nicht fliegen kann. Man hat das untersucht und vom ganzen Körperbau her ist die Hummel nicht in der Lage zu fliegen. Wissenschaftlich erwiesen, Hummeln können nicht fliegen. Das Gute an der Sache ist, dass die Hummel das nicht weiß und so fliegt sie munter herum und tut das, was alle Hummeln dieser Welt tun. Ich möchte dich was fragen. Was hat man dir gesagt, dass du nicht kannst? Weißt du, während wir so durch unser Leben gehen, begegnen uns immer und immer wieder Menschen, die uns sagen, das kannst du nicht und jenes kannst du nicht und dazu bist du nicht in der Lage. Hat man dir gesagt, dass du nicht fliegen kannst? Hat man dir gesagt, dass du zu schwer bist? Zu dumm? Zu einfach? Zu naiv? Zu krank? Zu irgendwas? Unser Problem ist, dass wir diese Dinge glauben und uns dann dementsprechend verhalten. Mit der Hummel kann man nicht kommunizieren und so konnte man ihr nicht sagen, dass sie gar nicht fliegen kann. Und so tut sie einfach das, wozu Gott sie geschaffen hat und sie fliegt herum. Und genauso ist es bei dir. Du musst aufpassen, dass du dich nicht von irgendwelchen negativen Stimmen und Begrenzungen einengen lässt und nicht das tust, wozu Gott dich geschaffen hat und was eigentlich deine Berufung und deine Aufgabe ist. Es gibt immer Menschen, die dir sagen, was du nicht kannst. Aber weißt du, die Bibel sagt, gerade hinsichtlich dem Beispiel mit der Hummel ist das interessant, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Sie können. Mit dem Herrn können sie das tun. Und im Philipperbrief lesen wir, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich lade dich ein, einfach dein Vertrauen auf den Herrn zu setzen und zu sagen, in ihm, mit ihm kann ich. Ich akzeptiere nicht mehr die Stimmen und die Menschen, die mir gesagt haben, wozu ich überall nicht in der Lage bin, sondern ich bin sehr wohl in der Lage mit dem Herrn. Und ich kann in meine volle Bestimmung und in meine volle Aufgabe meines Lebens, die Gott für mich hat, hineingehen. Nichts kann mich davon abhalten. Im übertragenen Sinne, ich kann fliegen. In dem Sinne glaube ich, dass du das wirklich für dich ergreifen sollst und sagst, ich weiß, Gott hat mehr für mich.